Hallo Freunde, hallo meine Lieben, heute kochen wir eine Möhrensuppe oder anders gesagt eine Karottensuppe, ja, gut für die Augen, damit man besser das Kleingeld sehen kann. Und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge. Und jetzt geben wir Gas. So Leute, ich möchte euch jetzt noch zeigen, was wir alles hier für die Suppe benötigen. Also hier haben wir Kartoffeln. Ich habe natürlich die schon geschält. Das ist jetzt auch gut so. Hier habe ich ja auch Zwiebeln. Ne? Eine Zwiebel kommt rein. Also habe ich ja auch schon geschält, vorbereitet. Ne? Und hier haben wir ja die viele Möhren. Dann haben wir eine Brühe, ne? Also hier die Brühe, dann haben wir ja Sahne. Ne? Hier haben wir ein bisschen Grieß, geben wir auch noch rein, ne? Nicht zu viel. Und hier habe ich ja auch noch Butter, ja, Butter und zwei Knoblauchzehe, ja. Das kommt auch noch da rein, ja. So, und hier habe ich ja Hähnchen, also Hähnchenschenkel drin. Habe ich ja schon vorhin reingetan. Ja, ist ja schön am Kochen, so dass wir jetzt schleunigst also starten können. Ja? So. So, jetzt tue ich mal die viele Karotten also da rein, ja? Also das wird jetzt alles hier gemixt, ja? Wunderbar. Danach kommen ja die Kartoffeln rein, ja, also alles super. So, hier läuft das alles, also die Karotten, die Möhren, die werden jetzt richtig gemixt, also zerkleinert, ja, super, super. Ich mache hier die Möhren hier rein in die Schüssel wieder, die aus dem Mixer kommen, ja. Ja, die sind richtig fein zermahlen. Das muss für die Suppe so sein, ja. Aber ich weiß nicht, was für mein Kaffee, ja. Also heute ist ja also ziemlich früh noch. Also ich habe gerade Frühstück gegessen mit meiner Frau. Jetzt trinke ich noch einen Kaffee. Also meine Frau und ich, wir trinken viel Kaffee, ne? Aber wir trinken diesen milden Kaffee, ne? Deswegen... die Kartoffeln werden jetzt auch schon gemixt, ja? Also auch ganz fein, ganz klein geschnitten, ja? So muss das sein für die Suppe, ne? So Leute, jetzt haben wir hier die Kartoffel, ja? Aus dem Mixer. Das sieht ja ein bisschen, bisschen komisch aus, ja. Aber das wird. So, meine Lieben, jetzt kommt hier Knoblauch rein, ja, in den Topf. Ein, zweimal zwei Zehe. Dann tun wir mal die ganze Zwiebel rein, ne? Die wird ja aber nicht lange drin, die darf ja nicht zerkochen, sonst ist das nicht mein Ding, weil ich mag sowas nicht. Aber hier muss die Zwiebel rein, weil es geht um den Aroma, ne? So, zack. Ist die drin, ne? Super. So, hier haben wir Brühe. Jetzt tun wir mal gleich hier die Brühe rein in den Becher, ja? So, jetzt machen wir mal hier die Brühe auf. So, wunderbar. Jetzt tun wir mal die Brühe hier auch rein in den... So, jetzt tun wir mal heißes Wasser rein, ne? So wird das immer gemacht. So, und gleich tun wir das vermischen und durch den Sieb in die Suppe rein. So, hier haben wir die Brühe in den Becher. Jetzt tun wir mal das in den Topf rein. So, wunderbar. Sehr gut, sehr schön. Super. Hier bleibt dann natürlich immer dieser trockene Gemüse drin, aber wie gesagt, ich bin ja nicht dafür. So, gut. Okay, Leute, jetzt tun wir mal diesen
Hähnchenschenkel raus, ja. So soll ja erstmal draußen bleiben. Die Suppe soll noch ein bisschen kochen. Okay. So, das Ganze kocht so ein bisschen, ne? Also sagen wir mal, da ist ja nicht zu viel Suppe drin. Da ist ja die Zwiebel, Wasser, weil da kommen noch die Möhren und die Kartoffeln. Also kommt noch Grieß etwas rein, ne? Nicht zu viel. Ich habe ja hier nur eine halbe Tasse, noch nicht mal eine halbe Tasse Grieß. Das reicht. So Leute, ich musste mich umziehen. Ich war voll nass. Also ist ja so eine Hitze warm. Also das hält doch kein Pferd aus. Ja? Aber so nebenbei, ne? ist ja in Ordnung. So, wir kochen mal weiter. Ich hole mal jetzt die Zwiebel schon mal raus, ja. Ehe sie zerkocht, ja. So, jetzt habe ich die draußen, ich schmeiß die gleich raus, zack, weg in den Müll. So, und jetzt tue ich mal die Möhrchen rein, ja. Jetzt kommen die ganzen Möhrchen rein, kann man ja schön sehen, ja. So, tun wir mal alles rein. Das ist ja auch eine Möhrensuppe, ja. Wie gesagt. Aber die Möhrchen, die brauchen fast genauso lange wie die Kartoffeln, ja. Deswegen tue ich auch die Kartoffeln mal rein, ja. Zusammen, also praktisch. Jetzt habe ich die Möhrchen drin und jetzt tue ich die Kartoffeln rein, ja. Also wie gesagt, und ich muss ja das nochmal erinnern, also wir als Kinder, ne, da hat unsere Mutter, weil damals war ja auch nicht so, dass man zu viel Geld hatte oder so, eher wenig Geld, ja, und da hat man ja improvisiert, ne? Da wollte man ja auch für die Kinder Vitaminen kochen und so weiter, und Möhren haben viele Vitaminen, ne? Ja, und da hat Mutter hin und wieder sowas gekocht, ja, und jetzt tue ich auch noch Butter rein, ja, so, hier habe ich ja Butter, ja, so, zack, und noch ein bisschen. Sonst ist das, glaube ich, zu wenig. So, und noch. So. Wunderbar, super. Und der Grieß kommt später rein. Jetzt decke ich mal zu den Topf und lassen wir das ja etwas kochen. So, meine Lieben, ich möchte noch ein bisschen erwähnen von unserer Umweltschützerin aus Schweden, die Greta. Ne? Die ist jetzt in Amerika angekommen mit diesem Segelboot mit Dieselmotoren. Weil sie meinten, also ob sie das jetzt selber gemeint hat, sie hat ja Hintermänner, die sie rumführen und steuern. Die meinten, dass das wäre umweltfreundlicher. Und trotzdem Dieselmotoren in dem Segelboot hatten. Wie oft die benutzt worden sind, kann keine überprüfen, ja. Aber was schlimm ist, ist ja diese Brände, ne? Das hat hier bei uns in Deutschland angefangen, in Ostdeutschland, dann Sibirien und vorher noch oder dazwischen noch Portugal und in Amerika, das ist ja auch sehr oft. Und jetzt Brasilien, also das ist traurig, das ist wirklich traurig. Und das Schlimme ist ja, da will ja keiner oder nicht so groß helfen, ja, sagen wir mal, der Franzose mit 20 Millionen, was der brasilianische Präsident gesagt hat, das stimmt ja schon ein bisschen, 20 Millionen schenken, ja, oder spenden für die Brände zu löschen, und dann weiß der Kuckuck, wie viel rausholen, ne? Also vom Nichts kommt nichts. Ich gebe dir einen Euro, ja, und möchte ich 100 aber zurück, ja, also hier, ne, hier. Also, aber trotzdem, geholfen muss ja, ne? Man muss helfen, aber wie und was, wie soll das abgehen, weiß ich nicht. Zum Beispiel in Russland, die Amerikaner wollten da in Sibirien helfen und gleichzeitig ganz Russland auch spionieren, ne? Also das sind so Sachen, die passen nicht zusammen, aber helfen muss man ja trotzdem, ne? Ich weiß nicht wie. So Leute, jetzt tun wir mal Grieß rein, hier haben wir, ne? Grieß, weil das ist alles schon weich, also jetzt kommt der schöne Grieß rein. Das muss man jetzt aber gut mischen, umrühren, das Ganze, damit keine Klumpen entstehen.
Ja. Oh, super, super. Wunderbar. Super. Und jetzt geben wir auch noch hier dieses Hähnchenschenkel. Ich habe das ja zerkleinert und das kommt jetzt hier rein. Ja. So. Wunderbar. Und das soll jetzt so ungefähr 5 Minuten kochen. Und dann haben wir die Suppe fertig und können wir die servieren. So Leute, jetzt tun wir mal hier die Sahne noch in die Suppe rein. Ja, das tue ich jetzt erstmal rein und dann werde ich das vermischen, umrühren. So, die Sahne ist drin. Ja, die Suppe ist ja so gut wie fertig, noch ein bisschen, dann haben wir die fertig, die Suppe, also sieht ja gut aus, ne? Also, so Leute, so meine Lieben, die Suppe ist fertig, also ich werde jetzt servieren, ja? Hier habe ich eine Teller, so jetzt nehmen wir mal hier die Suppe raus und dann tun wir mal die schön auf Stelle. Aber ich sag's euch, die ist lecker, die Suppe. Also das ist kein Witz. Ne? Gleich machen wir noch eine Nahaufnahme. So, ich glaube, das reicht. So, wunderbar. Wunderbar. So, jetzt machen wir mal den Herd hier aus. Wunderbar. So, das ist hier eine Nahaufnahme. Und also die Suppe, die sieht optisch wunderbar, wunderschön und lecker aus, ja? So. So Leute, wir sind fertig. Wir sind am Ende. Ich probiere jetzt mal die Suppe, ja? Wie immer, ne? Also besser geht nicht, ja, besser geht nicht. Wunderbar, wunderbar. Das erinnert mich sofort an meine Kindheit, wo die Mutter die Suppe noch gekocht hat. Also einsame Spitze. So Leute, wir sind fertig. Also ich sag's euch allen, achtet auf euch, bleibt mir alle gesund, ne? Weil viele von unseren Arbeitskollegen sind schon gegangen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen noch was länger leben. Ne? Achtet auf euch. Ne? Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.